Hallo und herzlich willkommen. Ich bin heute wieder einfach unterwegs und zwar am Wiener Mammutmarsch. Genau zu sein, den sogenannten Little Mammut. Das heißt, ich habe heute 30 Kilometer von mir, die entlang der Donau auf beiden Seiten geführt werden und auch durch den Prater führen. Die Eventveranstalter haben sich hier wirklich heute alle Mühe gegeben. Ein bisschen wird man es vielleicht im Hintergrund sehen, sind die Startgruppen sehr schütter eingeteilt und werden auch Masken sogar im Freien verwendet, damit hier auch wirklich alles sicher und gut bleibt. Insofern freue ich mich auf einen sehr schönen und gut organisierten Tag und auf eine sehr schöne Strecke entlang der Donau. Ich melde mich, sobald ich unterwegs bin. Zurückfallen lassen, um auch ein paar Eindrücke hier aufzunehmen. Sehr schöne Streckenführung. Das Wasser glitzert richtig, so wie die Sonne gerade drauf scheint. Ob sich das am Video auch widerspiegelt, weiß ich jetzt noch nicht. Und auch hinter mir fächert sich das Feld weit auf. Eine wirklich sehr, sehr schöne Angelegenheit heute. Sonne scheint, Himmel ist fast nahtlos blau und daher weiter geht's. Und jetzt, so bei ungefähr Kilometer 8,5, verlassen wir die Donau und begeben uns in den Prater. Und wie man sieht, ein wirklich schöner grüner Fleck. Ja, und da werden wir jetzt die nächsten paar Kilometer verbringen. Auch schon schön zu sehen, wie jetzt hier so langsam ab der zweiten Septemberhälfte der Herbst beginnt Einzug zu halten. Neben noch grünen Bäumen manche auch schon ihre Blätterfärbung verändern. Ja, da hat man es gerade gesehen, eine ganz nette Überraschung von den Veranstaltern. Ein kleines Holzschild zeigt an, 10 Kilometer sind erledigt. Ja, das macht Mut. Nicht einmal 1,5 Stunden. Na ja, dann wird ja der Rest auch ein Vergnügen werden. So, das war gerade die Verpflegungsstation bei Kilometer 13 nach 2 Stunden Gehzeit. Also fast Halbzeit und weiter geht's im schönen Prater. So, 18 Kilometer, 2 Stunden 45 Gehzeit. Ich gönne mir jetzt eine kurze Pause, habe mich ein wenig hingehockert, damit Hüfte und Knie und Fußgelenke auch einmal eine andere Position wieder haben. Grundsätzlich sehr, sehr schön. Wir laufen hier entlang des Donaukanals. Das ist eine sehr schöne Au. Wir haben inzwischen auch schon verschiedene andere Dinge gesehen. Einige Skulpturen entlang des Weges, auch einige Sandstrände wurden hier aufgebaut von den lokalen Restaurants. Es ist ein sehr nettes Flair hier am Donaukanal, sehr empfehlenswert. Auch eine schöne, einfache Strecke zu gehen. So, nachdem sich jetzt ein bisschen die Bewegungs-
der Bewegungsapparat entspannt hat, geht es auch schon wieder weiter. Bis zum nächsten Mal. Entlang des Donaukanals erwartet mich jetzt das Schild Kilometer 20 erreicht, nach etwas mehr als 3 Stunden, also noch 10 Kilometer vor mir, und ich freue mich, dass ihr mich noch immer begleitet. Nach dem Verpflegungsposten bei Kilometer 22 starten jetzt die letzten 8 Kilometer auf der anderen Seite des Donaukanals. So. 6 Kilometer vor Schluss traue ich mich schon ein bisschen ein Resümee zumindest zu beginnen. Großes Lob an die Organisatoren. Streckenführung, sehr angenehm, sehr schön. Streckenmarkierung, sehr gut ersichtlich. Das GPS ist schön, dass man es hat, braucht man aber nicht einmal. Auch die beiden Streckenposten sind sehr gut versorgt. Und auch die Sicherheitsmaßnahmen sind top. Das ist wirklich eine vorbildliche Veranstaltung. Genauso muss ein Event jetzt funktionieren. Und ich wünsche den Veranstaltern weiterhin noch viel Erfolg damit. Wiederum Maskenpflicht ist, verabschiede ich mich jetzt schon mit diesen letzten Eindrücken aus dem Grüngürtel rund um die Donau. Bedanke mich für euer Zuschauen und freue mich aufs nächste Mal, wenn es dann wieder heißt, einfach unterwegs.